Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, schon wieder zurück aus der Ferienzeit. Ja, für 2 Tage haben wir uns mal verdrückt, waren auf dem Havelmeer unterwegs, da war es auch schön. Wetter hat sich ja super gehalten, obwohl ganz was anderes angesagt war. Nicht so wie heute, so einen grauen Tag hier heute, das war ja fast gruselig, aber wir werden sicherlich noch weiter verwöhnt mit den Temperaturen. Aber das überlassen wir nachher dem Matze. Jo, was habe ich denn so für euch? Also das größte Highlight der kommenden Woche, also dieser Woche, steht ja in den Startlöchern, ist der nur noch 4 Tage hin, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitagabend geht schon los, und zwar ab 18 Uhr Baum- und Borke-Festival hier in Borkheide auf dem Flugplatz. Ja, was passiert da eigentlich? Da kommen ein Haufen Bands, machen ordentlich Krach. Dort kann man reingehen, was essen, was trinken und. Es gibt zu futtern, zu trinken, Lesungen gibt es, DJ-Sets und ein Kinderprogramm. Natürlich Mucke, Mucke, Mucke und nochmal Mucke. Für Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt. Und was man zu Hause lassen sollte, Hund, Katze und Maus. Und natürlich so gefährliche Dinge wie, jetzt muss ich das mal vorlesen, Hieb-, Stich- und Schlagwaffen jeder Art, auch Taschenmesser, Gabeln und Löffelschusswaffen jeder Art, Dosen auch aus Plastik oder Aluminium, Glas, Keramik, Porzellan, Feuerwerkskörper und andere Brennstoffe. Behälter, die unter Druck stehen, auch Deodorants, Flüssigkeiten jeder Art, Picknickkörbe und Nahrungsmittel, Konfettikanonen, Zelte, Fotokameras, Video-Equipment, Reisetaschen, Rollkoffer jeder Art. Familien mit Kindern dürfen natürlich kleine Snacks und Babynahrung mitnehmen. Und selbstverständlich lassen wir unsere Arbeitsmittel nicht zu Hause, denn die machen uns und unsere Arbeit ja eigentlich aus. Ja, man sollte übrigens auch nicht vergessen, seinen Ausweis mitzubringen, denn der Ausweis muss am Einlass vorgezeigt werden, unabhängig davon, was für ein Ticket gekauft wurde. So wird sichergestellt, dass nur du selbst mit deinem gekauften Ticket das Events besuchen kannst und keine gefälschten Tickets im Umlauf sind. So, außerdem können sie so prüfen, ob du ermäßigungsberechtigt bist oder nicht. So, Samstag gilt natürlich das Gleiche. Da geht's allerdings dann schon um 13 Uhr los. Und es gibt natürlich ja eine Menge Bands, die da unterwegs sind. Das wird wieder ein großes Highlight werden. Nehmen wir doch mal stark an. Das Wetter soll sich ja halten. Wir werden also dabei sein und schauen, was da so auf uns zukommt. Jo, dann gibt's außerdem am Samstag noch eine Veranstaltung, und zwar ist dort wieder Fahrradkorso angesagt gegen Windkraftanlagen im Wald natürlich. Geht das von 10 bis 11 Uhr los, das 6. Fahrradkorso durch Borkheide. Eine kurze Kundgebung findet für alle, auch für Fußgänger, ca. 11 Uhr in Borkheide auf dem Marktplatz statt. Ja, wie gesagt, Start ist um 10 Uhr, Ende ist 11 Uhr, mitzubringen Warnweste, Trillerpfeife, Nachbarn und Freunde. Und geschickt hat uns diese Information die Rose Mandler und die Ruth Zeitler, Mitglieder der Bürgerinitiative im Gegenwind Borkheide-Borkwalde. Also wer sich dort mit betätigen will, ist mal wieder gefordert, denn die Kuh ist ja noch nicht vom Eis, dass hier Windräder im Wald hingebastelt werden sollen. So, dann haben wir noch ein Highlight, was im Kommen ist, das allerdings erst im August, und zwar am 4.8. ab 15 Uhr sind die Mädels vom 1. FFC Potsdam beim BSV 90 zu Gast. Hier können die Jungs wieder zeigen, was sie alles so drauf haben. Selbstverständlich sollte auch dieses Event mit Volksfestcharakter begangen werden. Es gibt wieder Bratwurst vom Grill, Getränke, Torwandschießen für Kiddies, Hüpfeburg, und ich habe auch munkeln hören, dass die Einlaufkids wieder mit dabei sind und das Spiel mit eröffnen. Bis dahin vergehen allerdings noch ein paar Tage. Mal schauen, was der Matze nach den 2 Tagen Erholung in seinem Keller wieder am Wetter rumgebastelt hat. Matze, zeig mal, was du hier gemacht hast. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, was ihr hier im Hintergrund hört und hier noch
sehen könnt. Ist mir letztens aufgefallen, als ich hier so ein bisschen die Waldwege entlang geschlendert bin, war gar nicht weit weg von mir, hat sich doch mal schnell eine kleine Band hier für ein Wochenende quasi eingelebt und hat einen neuen Song einstudiert. Footprint Project heißt die Truppe. Stefan Güthoff, schönen Gruß an deinen Sohn. Die Truppe macht das echt gut. Soweit erstmal von hier. Kommen wir nun zum Wetter. Das Wetter war ja jetzt so ein bisschen nachlässig mit dem Sonnenschein, aber es hat endlich mal geregnet und das war auch sehr gut für die Natur. Aber es geht auch wieder sommerlich weiter und zwar schon Richtung Wochenende gehen die Temperaturen wieder nach oben. Die Sonne wird vermehrt zu sehen sein und zum Wochenende, den Veranstalter wird es freuen, Baum und Borke bei bestem Sommerwetter. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Kommt gut durch die Woche. Ich vermisse ein bisschen den Urlaub, die Badewanne bei Hartmut. Schönen Dank nochmal an der Stelle. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ja, okay, das war das Wetter und schon sind wir wieder durch. Gott sei Dank sind noch Ferien. Es kommen wieder andere Zeiten, wo richtig viel losgeht. Und das sehen wir schon ab Freitag, wenn wir beim Baum- und Borke-Festival unterwegs sind. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder am nächsten Montag hier bei Borkheide News TV. Bis dahin, tschüss, wie immer, euer Lutze.